Hey Leute, Coach Steffi, herzlich willkommen bei einem neuen Q&A. Ihr habt mir Fragen auf Instagram gestellt zum Thema Home Workouts, zum Training daheim, und ich gehe heute auf die Antworten ein. Es ist natürlich immer leichter, das Ganze auf YouTube zu machen, weil auf Instagram hat man immer nur so 15 Sekunden Slots zum Antworten und meistens reicht das eben nicht. Von daher Fragen auf Instagram stellen und ich mache auf YouTube die Antworten. Aber verschwenden wir keine weitere Zeit, abonniert den Kanal und dann legen wir los mit der ersten Frage. Wie lange muss ein Home Workout mindestens sein, um schnell Muskeln aufzubauen? Und tatsächlich bestimmt die Länge des Workouts dein Trainingsvolumen. Also wie viele Wiederholungen, Sätze machst du pro Muskelgruppe und wie lange machst du Pause? Das entscheidet dir die Länge des Workouts. Und dabei spielt es keine Rolle, ob du daheim trainierst oder im Fitnessstudio. Und um nachhaltig besser zu werden, immer weiter Fortschritte zu machen, musst du dein Trainingsvolumen auch nach und nach steigern. Deswegen sind Anfänger relativ schnell fertig und desto fortgeschrittener du bist, desto mehr musst du machen, desto mehr Zeiteinsatz hast du auch einfach. Bei Home Workouts speziell, wenn wir jetzt davon sprechen, ist allerdings das Problem, dass der limitierende Faktor oft die Hilfsmuskulatur ist. Auch wenn jetzt beispielsweise die Brust könnte, die Schulter macht vorher platt. Auch wenn du beispielsweise vom Rücken noch könntest, auch die Schulter macht platt oder du hast nicht genug Koordination oder nicht genug Körpergefühl, hättest aber eigentlich noch Kraft im Muskel, weil du eben mit dem eigenen Körpergewicht andere Übungen machen kannst, die nicht so isoliert sind wie im Fitnessstudio. Von daher kommt es euch vielleicht selbst so vor, schreibt gerne in die Kommentare, sind Home Workouts gefühlt kürzer. Also wenn ihr im Fitnessstudio eine Stunde seid, ist daheim meistens so eine halbe Stunde, 35 Minuten der Fall. Ganz wichtig, noch eine Sache, bevor wir zur nächsten Frage kommen. Solche 5 Minuten super Pump des Jahrtausends Home Workouts macht keinen Sinn. Auch wenn ich sage, ich trainiere jetzt 20 Minuten und nach 20 Minuten piepst die Uhr und dann höre ich auf, macht keinen Sinn. Das Workout dauert so lange, wie es eben dauert. Du machst einfach das, was du zu tun hast, und was die Uhr sagt, siehst du dann am Ende. Aber machst du bitte nicht vorher fest. Nächste Frage, kommen noch mehrere Home Workouts pro Woche auf deinem Kanal? Antwort, jein. Wir hatten ja im November ein bisschen Lockdown-Special, haben 8 Workouts in dem Monat rausgebracht und das Problem bei sowas ist, die Leute klicken es nicht, also ihr klickt es nicht. Mache ich ein anderes Video, wo ich nur sitze und rede, bekomme ich viel schneller, viel mehr Klicks und viel mehr Kommentare, als wenn ich mir jetzt die Zeit nehme, mich eine Stunde hinstelle, trainiere, das schön zusammenschneide auf 40 Minuten, dann ewig hochlade, Lemon beschäftigt ist mit dem Editing und dann hast du nur 10.000 Aufrufe. Ja, also wir gehen da immer nach Klicks und wenn ihr es halt nicht klickt und nicht macht, dann kommt es halt weniger oft. Es ist halt einfach so. Von daher werden wir weiter einen Mix machen. Mal erkläre ich eine Übung, mal koche ich was, mal machen wir ein Workout, mal Technik-Tutorial. Also wird weiterhin bunt werden auf dem Kanal. Wie ersetze ich schwere Squats mit Langhanteln? Und die Antwort ist gar nicht. Du kannst keine Übungen ersetzen. Trainingsspezifische Reize bewirken trainingsspezifische Anpassungen. Das ist ein Prinzip der Trainingslehre. Und dementsprechend hat es auf den Körper eine andere Wirkung, wenn du mit viel Gewicht trainierst oder wenn du mit wenig Gewicht trainierst, dafür mehr Wiederholungen machst, oder ob du 10 Sätze machst mit 10 Wiederholungen oder nur einen Satz mit 100 Wiederholungen. Du hast ja Kraft, Ausdauer, Schnelligkeit, Beweglichkeit, Koordination und je nach Übung werden die auch anders verteilt. Also wenn du jetzt beispielsweise 10 Kniebeuge mit viel Gewicht machst, kommt was anderes dabei raus, als wenn du jetzt Pistol Squats machst, die zwar auch sehr anstrengend sind, auch im Hypertrophiebereich sind, aber du hast ja viel mehr Koordination als jetzt oder eine andere Koordination als mit der Langhantel. Von daher kannst du es sowieso nicht 1:1 ersetzen. Von daher fang am besten gar nicht so an. Denn ich weiß, woher die Frage kommt. Das ist so, ich habe eigentlich im Fitnessstudio trainiert, jetzt ist Lockdown, jetzt nehme ich meinen Trainingsplan aus dem Fitnessstudio und überlege 1:1, okay, statt die Übung kann ich das so machen, statt die Übung kann ich das mit dem ersetzen. Statt das mache ich einfach das. Das ist doch ungefähr gleich. Funktioniert nicht. Andere Situation, andere Regeln. Daheim machen andere Workout-Formen meistens mehr Sinn, als wenn ihr versucht, das Programm, den Trainingsplan vom Fitnessstudio daheim umzuwechseln, die Übungen zu tauschen. Von daher macht meine Workouts. Gerade hatten wir es davon. Nächste Frage. Reichen Klimmzüge aus als einzige Rückenübung? Und die Antwort ist nein, denn Rücken ist ja nicht nur ein Muskel. Ihr habt den Latissimus auf beiden Seiten, ihr habt den Rückenstrecker, der aus vielen kleinen Muskeln besteht, den Trapez mit verschiedenen Anteilen, die Rhomboideen, ihr habt so einen Teres Major, Minor, ihr habt die hintere Schulter und je nach Winkel treffe ich natürlich den einen Muskel mehr als den anderen. Wenn ich hier Tibia-Rudern mache, habe ich natürlich mehr Trapez, hintere Schulter.
mache ich Rudern zum Bauch, habe ich mehr den Latissimus drin. Ziehe ich von oben, habe ich andere Muskelfasern vom Latissimus drin. Also beim Rückentraining geht es darum, dass du verschiedene Winkel abgrast, von oben nach unten, und natürlich hier verschiedene Winkel im Schultergelenk abgrast. Von daher ist ja so wichtig, wenn du den Rücken daheim trainierst, dass du Klimmzüge machst, Australian Pull-Ups in irgendeiner Form, T-Bar-Rudern, und ob es an der Tischkante ist oder nicht, ist ja egal, aber auf dem Bauch liegen und nur den unteren Rücken trainieren oder mit einem Handtuch, was wenig Intensität hat, macht keinen Sinn. Von daher brauchst du mehr Übungen mit mehr Gewicht, mit mehr Intensität. Sind krasse Gains mit Bodyweight-Übungen möglich? Kommt drauf an, wo du gerade stehst. Wenn du vorher nichts gemacht hast, kannst du alles machen und wirst Fortschritte machen. Du kannst ja mit allem Muskeln aufbauen, ob es daheim ist oder mit Geräten. Meistens kommt die Tatsache daher, dass Leute so einen Wettkampf-Bodybuilder mit einem Calisthenics-Athleten vergleichen. Und natürlich baut der eine größer mehr Muskeln auf als der andere, der mit dem eigenen Körpergewicht trainiert. Heißt aber nicht, dass es bei dir so ist. Die meisten, die jetzt hier zuschauen und denken, naja, daheim kann man keine Muskeln aufbauen, sind halbe Hemden. Oder denken, sie hätten Muskulatur, denken, sie können was, bis sie dann hier stehen und dann können sie nicht mal richtige Liegestütze. Ist oft der Fall. Von daher ist die Antwort, du kannst definitiv daheim Fortschritt machen, du kannst definitiv daheim Muskeln aufbauen, meistens sogar mehr als du denkst. Die meisten müssten sogar mehr Bodyweight in ihr Training einbauen, um mehr Körpergefühl aufzubauen, damit sie den Muskel auch im Fitnessstudio besser treffen. Ja, es geht ja Hand in Hand. Du kannst nicht sagen, ich kann meinen eigenen Körper nicht bewegen, aber mit einer Maschine kann ich's. Ist ja nicht der Sinn der Sache. Von daher, so eine Frage ist immer ein bisschen blöd, ja, weil natürlich macht es Sinn. Deiner Meinung nach der wichtigste Tipp, wenn man anfängt zu Hause zu trainieren? Ich würde sagen, keep it simple. Viele Leute machen sich zu kompliziert, machen sich zu viele Gedanken, bevor sie erstmal anfangen. Nicht nur daheim, auch im Fitnessstudio. Mach einfach Liegestütze, Kniebeuge, Rudern oder Klimmzüge, was für den Bauch Crunches und für den unteren Rücken Hyperextensions. Von allem 10 Wiederholungen und das Ganze 10 Mal. Jetzt nur ein Beispiel und schon hast du einen super Ganzkörper-Workout. Kannst damit mal anfangen. Einfach jeden Tag ein bisschen was zu machen, einfache Übungen bei den Basics bleiben und dann nach und nach Videos gucken, Neues lernen, ausprobieren. Nicht so sehr mit Theorie beschäftigen, mehr in der Praxis leben und dann aber trotzdem immer wieder neue Sachen lernen, gucken, lesen und an sich selbst arbeiten. Das ist so mein Tipp, was ich dir geben kann, wenn du daheim anfängst. Keep it simple und den Rest lernst du schon. Nächste Frage. Reichen die Homeworkouts aus YouTube zum Muskelaufbau oder sind die Einheiten zu kurz? Und wenn wir ehrlich sind, sind meine Workouts hier auf YouTube schon eher für Anfänger. Auch wenn es für viele sehr anstrengend ist, es geht halt eine halbe Stunde oder 20 Minuten. Für die meisten reicht es vollkommen, die schaffen nicht mal das. Aber wenn man jetzt ein paar Jahre trainiert, 3-4 Jahre dabei ist, ordentlich Gas gibt, so auf meinem Level ist, da muss man schon deutlich mehr machen. Das machen wir in unserem Hybrid-Trainingsprogramm. Ich bringe demnächst eine App raus, eben mit solchen Workouts. Da wird es auch eine kostenlose Version geben. Ähnlich wie auf YouTube, nur eben viel interaktiver und viel geiler. Und wir geben den Leuten in den Programmen natürlich auch mehr Trainingsvolumen. Wir geben denen dann der Aufgabe und dann ist egal, wie lange sie brauchen. Dann ist es eben 90 Minuten, aber du musst dann halt auch mehr investieren, um mehr zu erreichen. Irgendwann musst du eben das Volumen erhöhen. Du musst dir halt überlegen, hier auf YouTube, wenn man so live mitmacht, kann man halt entweder nur auf Zeit und jeder macht so viele Wiederholungen, wie er will, oder wir machen irgendwie so 10 Wiederholungen und machen dann so viel, wie eben gehen. Aber wenn ich jetzt sage, wir machen maximal Liegestütze, dann mache ich hier meine 80 Stück. Und du daheim machst deine 3 und guckst mir dann zu. Also da ist man auch eingeschränkt, was die Workout-Modi betrifft, wenn man hier auf YouTube ein Workout zum Mitmachen macht. Von daher unbedingt die App auschecken, kommt demnächst raus. Ich packe euch den Link zum Newsletter unten in die Infobox. Tragt euch ein, wird geil werden, keine Infos verpassen. Unten ist der Link. Machen wir weiter. Bizeps gut treffen. Pull-Ups, Chin-Ups, Australian Chin-Ups, Australian Pull-Ups mit Kurzhanteln, Bizeps-Curls am Sling-Trainer. Armbeugung. Ein Curl ist ja nichts anderes wie eine Armbeugung. Und ob du jetzt ein Gerät verwendest, eine Kurzhantel, dein eigenes Körpergewicht, einen Tisch, einen Balken, ist ja erstmal scheißegal. Aber du kannst dir gleich abschminken, deine Pull-Muskulatur richtig zu trainieren, wenn du nichts hast außer den Boden. Das funktioniert nicht, weil die Schwerkraft nur mal nach unten zeigt und du aber Beugen gegen die Schwerkraft machen musst. Von daher irgendeine Art von Trainingsequipment. Nächste Frage. Kann man beim Oberkörper-Workout einen Push- und einen Pull-Day von dir hintereinander machen?
Ja, kann man tatsächlich machen. Wenn das eine halbe Stunde geht und das andere eine halbe Stunde, machst du die beide einfach hintereinander, hast du eine Stunde deinen Oberkörper trainiert. Tatsächlich machen wir das hier so. Also falls ihr die Workouts mit George gesehen habt, wo wir einmal Pull machen, wo ich so abkacke in dem Workout und dann zwei Tage später den Push Day, wir haben das hier hintereinander gedreht. Von daher ist das schon möglich, wenn du eben fit genug bist. Kommen wir zur letzten Frage für heute. Push-Up-Griffe sinnvoll? Und die Antwort ist jein. Wenn man Liegestützgriffe verwendet, hat man zwei Vorteile. Der erste Vorteil ist, du kannst tiefer gehen, du hast mehr Range of Motion, weil ja der Boden später kommt. Wenn du ohne Griffe machst, ist beim Boden Schluss. Durch die Griffe kannst du ein bisschen weiter runtergehen. Der zweite Vorteil, dein Handgelenk ist halt in der Nullstellung. Du musst nicht so abknicken. Viele Leute haben Probleme damit, ich unter anderem zum Beispiel auch. Deswegen hast du mit den Liegestützgriffen eben gerades Handgelenk. Das sind die zwei Vorteile. Nachteil, du musst halt Geld ausgeben. 15 Euro, 20 Euro, was die Dinger kosten, macht vielleicht mehr Sinn, diese 20 Euro zu nehmen und lieber eine Klimmzugstange zu kaufen oder Dipbarren oder einen Slingtrainer. Aber wenn du das alles schon hast oder Geld jetzt dir nicht so wichtig ist, dir keine Rolle spielt und ein Budget für dein Homegym hast, dann hol dir die Dinger, trainiere ich auch gerne damit. Und das war's für heute. Waren wieder richtig gute Fragen. Ein gutes Q&A ist immer abhängig von guten Fragen. Also ich fand's richtig gut. Können wir gerne öfter machen. Folgt mir dazu auf Instagram, da könnt ihr dann die Fragen stellen, immer zu dem Thema. Und dann machen wir das Ganze wieder hier auf YouTube. Ihr findet den Link zu meinem Instagram unten in der Infobox und da auch Newsletter eintragen für die App. Wird eine geile Sache. Ich würde nicht so viel Geld in die Hand nehmen, wenn ich mir nicht sicher wäre, dass es der absolute Oberhammer wird. Ich habe letztens ein Video rausgebracht mit den aktuellen Infos. Guckt es euch an, informiert euch, tragt euch ein. Also solltet ihr auf keinen Fall verpassen. Wenn ihr mir folgt, wenn ihr die Workouts macht, wenn ihr wirklich daheim trainieren wollt oder im Gym, dann ist die App eigentlich ein Muss. Ist auch eine kostenfreie Version, wie gesagt. Alles dann später, Newsletter rein, Kanal abonnieren, Coach Steph. Wir sehen uns bis dann. Peace.